Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gartentisch, Freunde? Ja, wir haben mal wieder was aus dem Hause Meisel and Friends, und zwar das Hoppy Hell. Hoppy Hell, mitgenommen aus dem Kaufland. Und ja, kennen wir noch nicht, müssen wir auf jeden Fall vorstellen. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist drin und der ganze Spaß hat 5,3% Umdrehungen. Vom Etikett her, da ist wieder ein bisschen was drauf zu erkennen, so ein bisschen auch was versteckt, also wieder mal eine Hopfendolde, und wenn mich nicht alles täuscht, sollte das ein Lion sein, also ein schöner Löwe. So sieht es zumindest aus, und hier hinten erkennt man es auch nochmal richtig, also auch da aus dem Hause Meisel and Friends. Lassen Sie sich immer was einfallen, nicht nur von den Etiketten und dem Gebinde, dem Design, sondern tatsächlich auch von den Bieren selbst. Da haben wir bis jetzt wirklich, egal ob diese Luxusvariante, diesen dicken Flaschen da drin, ne, für Weihnachten, Silvester, oder aber auch hier diesen kleineren, ja eher moderneren Flaschen, ne, die haben immer Qualität, Exklusivität, so richtig schön lecker, ne, was Besonderes, und auch immer wirklich Rohstoffqualität. Was steht da drauf? Ja, hopfengestopftes Helles, okay, mit 5,3% Umdrehungen, 25 IBU und 11,5% Stammwürze. Die Kapsel hier oben ist bedruckt, die schaute so aus, also da gibt es absolut nichts zu meckern, sieht schön aus. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall Bierdurst, müssen wir mal aufmachen auch. So, oh, das kommt aber nach oben geschossen, hier. Eieiei, Moment, Freunde, ich klicker schon wieder. Ja, ich kann euch auch sagen, warum ist so geleckert. Weil mir ist die Flasche umgekippt, Leute, Verzeihung. Die ist mir gerade noch so aufgefangen, kam frisch aus dem Kühlschrank. Lassen wir mal laufen, Freunde. So. Ja, ich habe die nämlich gegriffen und ich hatte vorher abgewaschen, weil ich habe die Gläser ausgespült. Und wenn das rutschig ist, dann kann das schon mal passieren. Aber ich habe richtig so nochmal geholt, so, dass ich sie aufgefangen habe. Aber ist klar, durchs Schütteln, wie gesagt, da kann das passieren. Aber wir sind ja hier auf alles vorbereitet. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier, gibt sich erstmal als solches zu erkennen, finde ich schon mal schön. 1 bis 2 fingerbreite Blume kriegen wir hin. Mittel bis grobporig, schneeweiß, ein paar Luftbläschen entdecke ich drauf. Ich würde sagen, mit geschultem Auge 90 Sekunden Standard kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Schwenkt mal kurz noch ein bisschen. Naja, bleibt einigermaßen an der Glaswand haften, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Schaut mal selbst, so sieht das Ding da aus. Steht erstmal soweit ganz gut im Glas, wie gesagt, 90 Sekunden. Sollte hier kein Problem sein. Das ist das Mindeste, die Mindestanforderung. Weil ich habe neulich wurde gefragt, was heißt denn das mit den 90 Sekunden immer? Ist ein Standard, den man sich gesetzt hat. Ne? Weil 90 Sekunden, sagt man immer, sollte zumindest, wenn das schon vorher zusammenfällt, ja, dann scheint meistens was nicht zu stimmen. Also deswegen, das ist so ein Muster, daran kann man sich immer orientieren. Wenn so eine Blume 90 Sekunden unverändert bleibt da im Glas, dann ist das schon eine gute Qualität. Könnte da sicher sein, dass alles in Ordnung oder gut verlaufen ist beim Brauprozess. Und hier auch bei der Reifung etc. etc. So, Blumenteppich hat sich gelegt. Was haben wir da im Farbspektrum? Ist das jetzt naturtrüb oder nicht? Es ist erstmal alles beschlagen, weil hier drin wärmer ist als der Kühlschrank, als das Bier, das ist klar. Sieht saftig aus. Geht richtig deep rein, richtig schön tief, finde ich gut. Leuchtend gelbe Farbe ist eher so ein, ja, Strohgelb in diese Richtung. Vielleicht geht das rein, so eher ein bisschen heller gehalten, ne, das Ganze. Ist auch ein helles. Nee, hat damit gar nichts zu tun, vergiss das. Karbonisierung per Lounge, ja, ordentlich, ne? Das perlt richtig ordentlich ab. Ja, Freunde, das sieht gut aus, ne? Schaut mal selbst. Also, das ist sogar so ein bisschen Trübung auch drin. Ich finde, das sieht gut aus. Das sieht sehr ansprechend aus. Es sieht sehr lecker aus. So möchte ich es auch bewerten. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann mal anschnuppern. Kam schon gerade eine kleine Raumnote, ne? Oh ja, oh. Ich liebe Brauereien, die so mutig sind, so Aromahopfen da rein zu ballern, ne? Und das riecht man auch sofort. Da hast du sie dann richtig so hier, so eine Hopfendolde und dann, oh Freunde, toll. Oh, und das ist schon wieder so ein Geruch, da wo du den ganzen Tag den Rüssel reinhalten willst. Ganz, ganz tolles, frisches, natürlich riechendes Bouquet. Wunderbar, Freunde. Och, es ist ja herrlich. Ja, da schwingt noch so ein bisschen was anderes mit. Also ich könnte jetzt wieder sagen, das erinnert mich wieder so ein bisschen so an Zitronenschale. So ein bisschen zitronig, so ein bisschen fruchtig auch. Weniger süß, sondern mehr so floral-fruchtig.
Ne, das ist jetzt genau das Gegenteil von den Bieren, die wir jetzt die letzte Zeit öfters mal probiert haben, wo ein sehr dominanter, ein sehr präsenter Malzkörper da war, schon vom Bouquet her. Und das riecht jetzt wirklich eher so floral, natürlich und eben auch leicht fruchtig. Ne? Ich würde mich jetzt zu Zitrusfrucht würde ich mich jetzt entscheiden wollen. Also ganz toll. Sehr lecker, da freue ich mich jetzt richtig zu probieren, Freunde. Der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. So, wollen wir mal eine Lanze gleich brechen, gleich beim allerersten Schluck. Ja. Liebe Herrschaften da in Bayern, ne, die da auch den Bierstil hell so mögen. Das ist ein Paradebeispiel, wie ein helles auch aromatisch schmecken kann. Das ist ein ideales Beispiel, das heißt, du hast beim ersten Schluck, da merkst du sofort, okay, das ist, was da ist, Aroma. Aromaspitze drin. Das ist so ähnlich so von der Präsenz her. Ich muss sie immer wieder nennen, Freunde, weil das einfach Top-Biere sind. Fürst Karl Urhell. Schönramer Helles, ja, Weihen Stefaner Original Helles, Bonissimo und, können wir da Wettelsheimer, können wir gerne auch noch mit einbeziehen. Und da wissen wir, ach Mensch, ja, da gibt es diese Hellen, die eben Aromaspitze haben. Und da gibt es eben diese, oh, gerne eine Langeweile. Und das ist ein Paradebeispiel, das können wir jetzt in unserer Liste gerne mit aufnehmen, das Hobbyhell, wo eben genau diese Aromaspitze da ist, vorhanden ist. Beim ersten Schluck merkst du es schon auf der Zunge, du riechst es aber auch schon vom Bouquet heraus. Und das macht natürlich eine große Freude. Und ja, wir haben jetzt so eine Situation, wir nehmen jetzt gerade einen Test auf, aber genauso würde es auch im Biergarten funktionieren, in geselliger Runde, ohne dass man abgelenkt wird von den Aromaspitzen. Weil ist ja immer noch da, der Geschmack. Ja? Der denkt mich ja jetzt nicht ab. Also von daher, wir hatten diese Thematik ja mal wirklich ausführlich mal behandelt gehabt. Ne? Also von daher, ja super, Freunde. Komm, ich mach mal noch ein bisschen tiefer rein. Freude, meine, das macht Freude, Leute. Und jetzt ist auch interessant, weil jetzt wird natürlich die Frage kommen, okay, dann wird der Biersüffler bestimmt gleich sagen, von den Attributen her ist es ein gemütliches Bier. Kann ich tatsächlich sagen, ja, es spricht alles dafür. Die Attribute lassen es zu, es ist halt diese Aromaspitze, es ist so dieses, wenn du es ein bisschen länger im Mundraum behältst, ne, da entfachen sich halt die feineren Nuancen. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist genauso gut wegzuziehen. Das ist genauso gut ein dynamisches Bier. Das kann ich mir wunderbar im Sommer nach einer Radtour vorstellen oder auch am Baggersee, ja. Sitze da mit deinem Vibe da schön auf der Luftmatratze drauf, ne, komm, lass mal ein Hobbyhell trinken. Funktioniert, gehst nicht gleich mit der Karpfen singen, perfekt, läuft. Also das ist, also du könntest sagen, es ist ein Hybride, aber das ist ganz schlicht, das ist ganz ehrlich, das ist ganz schlicht, merkst du auch. So, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen tiefer in die Analyse. Das wäre jetzt was für den Olli Craft Beer, weil interessant ist hier zum Beispiel, dass der Malzkörper total sekundär ist. Oft gibt es Helle, da wo der Malzkörper wirklich nach vorne kommt, da wo man auch so wirklich so leicht so was Karamelliges, Getreidiges, Nussiges, ne, so auf der Zunge hat, da wo man auch so, oh, das ist schon so zuzuordnen. Das hast du hier gar nicht. Das ist zwar vorhanden, aber ganz weit hinten. Ja, und hier spielt dann wirklich so diese frische Natürlichkeit und dann auch wirklich dieser Fruchtkörper in drin, der aber auch nicht aufgesetzt oder erzwungen wirkt. Sondern ganz harmonisch, wirklich wunderbare Zitrusfrucht, sowas in diese Richtung. Und dann kommt auch schon der Hopfen durch. Klar, manch ein, der helle trinkt, der will diese Komplexität nicht haben. Der wird dann wahrscheinlich sagen, oh, 25 IBU, das ist schon, das ist für ein Helles schon zu viel. Dann fangen die schon wieder an rumzujaulen. Das sind dann so die Hopfenallergiker. Also von daher, da kann ich mir schon vorstellen, dass es einigen zu viel ist. Für mich ist es genau richtig. Ich liebe das, Freunde. Das ist für mich ein gutes Bier. Das muss nach Hopfen schmecken. Ja, ganz überraschend, die Hefe, die spielt auch eher eine sekundäre Rolle, ist ja angegeben auch. Geschmacklich kommt sie zwar durch, ganz fein, ich denke mal so Laien, die werden damit ein bisschen Schwierigkeiten haben, die rauszuschmecken einzeln, aber nach hinten raus merkst du schon, die ummantelt so ganz leicht nochmal und schiebt so ein bisschen so diese Hopfenfloralität an, ne? Das ist so eigentlich recht cool.
Noch mal kurz aufgefangen, ne? Heute schon zum zweiten Mal. Mit der Flasche scheint irgendwas los zu sein. Freunde, müssen wir bewerten. Ja, lecker. Mann, bin ich heute wieder grobmotorisch. Aber lecker, Freunde. Super Bier. Möchte ich wirklich top bewerten. Ich kann nicht anders. Ja, ich weiß. Es ist oft bei Meisel & Friends so, dass ich da mal voll die krassen Bewertungspunkte rausgebe. Aber das ist hier halt subjektiv auf dem Kanal. Und mir schmeckt das einfach, Freunde. Mir schmeckt das einfach. Ich habe kein Fehlaroma rausschmecken können. Wunderbare Textur. Da kann man sich 2, 3 Flaschen von einpacken und die wegsüffeln. Ich mag dieses Hopfige. Ich mag die Qualität. Tut mir leid, Leute. Ich kann nicht anders. 6 von 5/6 möglichen Punkten Krone-Bewertung. Ich finde es sau lecker. Ich finde es sau lecker. Kommt nicht auf die Idee, falls wir irgendwann mal... Gut, Meisel & Friends hat sich bei mir persönlich, glaube ich, noch gar nicht gemeldet. Also von denen habe ich noch kein Bierpaket zugeschickt bekommen. Aber wenn, dann wird es verdammt schwierig werden, da eine Top 10 herauszufinden. Weil wir haben schon einige aus der Brauerei probiert. Und ich glaube, also eins war, glaube ich, gar nicht gut. Und die anderen, die waren alle top gewesen. Also ich wüsste da gar nicht, wie viele Krone-Bewertungen da schon jetzt mit bei sind. Also wir haben da so viele... schon probiert und die waren alle richtig lecker. Also da eine Top-10-Liste zu erstellen, das wird sau schwierig, Freunde. Da kannst du eigentlich nur nach Bierstil gehen und dann bewerten. Ja, weil es ist klar, weil ein Bock schmeckt anders als jetzt hier so ein helles. Und also das ist immer ein bisschen schwierig, aber das ist wirklich hier phänomenal, Freunde. Das ist wirklich phänomenal. Das wäre wieder so ein Kandidat, wo ich sogar sage, für unsere Hellliste. Das könntest du locker damit reinpacken, ja, in diese... Und ich bin sogar überlegen, ob wir das machen, Freunde. Ja, das ist so hier auch für Andrew, ne? Gruß geht raus an Andrew. Das wäre auch wieder so ein Kandidat hier. Ein Traum. Das ist ein Bier. Das ist lecker. Muss ich sagen, neben der Störtebecker Brauerei, Meisel & Friends ist momentan auch so bei mir ganz, ganz weit oben. Ne? Wir haben ja so unsere Top 10. Der Brauereien. Meisel & Friends ist auf jeden Fall mit bei. Sogar in der Top 5, glaube ich. Top. Wunderbar. Schön. Freunde, bevor ich noch mehr schwärme und zerlaufe hier und rumsabbern tue, wartet schon der nächste Biertest. Ich sage erstmal hier, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse an die Brauerei, Jungs. Habt da wieder gut gemacht, gut gebraut und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.